Herzlich willkommen zum Mediale Energetik Podcast. Heute geht es um Missbrauchsenergie, wie du diese aufdeckst und wie du sie verhindern kannst. Also dranbleiben. Ja, ein wundervolles Hallo aus dem verschneiten Linz. Ich habe das Fenster zugelassen. Ich bin bei mir in der Praxis im Kursraum und freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir uns gleich in die Sache hauen, möchte ich eine kleine Bekanntgebung machen. Und zwar rede ich jetzt über das Thema Missbrauch, aber weder aus einer psychologischen Sicht noch medizinischen Sicht, sondern aus der energetischen Sicht. Diese Sichtweise habe ich mir in über 20 Jahren, in denen ich mit Klienten arbeite und in denen ich mich mit dem menschlichen Energiefeld beschäftige, einfach so gesammelt. Ich habe da also gewisse Erfahrungen gesammelt und möchte jetzt aus aktuellem Anlass einfach darüber sprechen. Was ist der aktuelle Anlass? Einer der höchsten Politiker Österreichs hat sein Kind, die Geburt des Kindes auch zum Vorwand genommen, sich aus der Politik zu verabschieden. Das heißt, was ist passiert? Durch mein Kind sehe ich jetzt, dass ich mich auf andere Dinge konzentrieren möchte, als auf politische Dinge. Und damit hat er aus meiner Sicht her, aus der energetischen Sicht, einen Missbrauch bereits begangen. Warum? Er hat das Kind zu einem Objekt gemacht, und zwar zu einem Zweck, Mittel zum Zweck für die eigene Agenda. Das Kind wurde instrumentalisiert. Die Geburt wurde politisiert und dadurch wurden gewisse Vorgänge gerechtfertigt vor der Öffentlichkeit. Vielleicht kannst du das ein bisschen besser nachvollziehen, dieses Objektivieren oder Ausnutzen, Missbrauchen von Kindern, wenn man das jetzt nicht in einem politischen Kontext sieht, sondern so im alltäglichen Kontext, was mir so begegnet in meiner Praxis. Was ich ganz oft höre, ist zum Beispiel: Ich habe von meinen Eltern immer gehört, wenn du nicht wärst, wären wir schon lange auseinander. Also das Kind hat die Verantwortung für die Beziehung aufgebrummt bekommen, ist also dazu missbraucht worden energetisch, die Verantwortung für die Beziehung zu tragen. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich Karriere gemacht. Das ist auch eben so ein Punkt, wo man quasi dem Kind dann schon Schuld auflädt, wo das Kind quasi Entscheidungen der Eltern eigentlich trägt. Also du hast für mich entschieden, nicht ich habe entschieden. Und dadurch wird die Gewichtung im Familiensystem, dass du das mal wahrnehmen kannst, die Großen tragen dann nicht ihre Verantwortung, sondern geben sie den Kleinen ab. Und die Kinder nehmen das natürlich auch auf und sind dann oftmals überfordert damit. Also das sind so Phrasen, die ich sehr oft höre. Was auch häufiger vorkommt, also zum Thema ein Kind energetisch so missbrauchen ist, man wünscht sich unbedingt einen Sohn, also das Kind wird zu einem Sexualobjekt gemacht. Und zwar einfach nur da, dass man sagt, da gibt es ein besseres Geschlecht oder ein Geschlecht, das einem nicht zuliegt. Und da kommen auch schon ganz viele so Energien oft hoch im Energiefeld. Ich habe zum Beispiel das erlebt, also auch bei Männern, wo die Mütter eigentlich nicht gut wo die nicht gut umgehen konnten, einfach mit Männern an sich oder keine guten Erfahrungen gemacht haben. Und die dann irrsinnige Probleme hatten, das Kind zu wickeln zum Beispiel, weil eben natürlich dann auch das Geschlechtsteil, also die konnten mit dem Geschlechtsteil dann nicht so viel anfangen und haben da immer so ein bisschen Energie draufgelegt. Ein anderes Beispiel von einem energetischen Missbrauch ist natürlich auch: Du bist jetzt auf die Welt gekommen, damit du einmal die Firma übernimmst, den Hof übernimmst, damit du uns einmal pflegst. Ja, die Kleine brauchen wir nicht zu sehr auf die Schule schicken, die kriegt einmal das Haus und pflegt uns, wenn wir alt sind. Also auch schon so eine Altersvorsorge für die Eltern, was natürlich auch eine Art Missbrauch schon darstellt, weil das Kind ja, wenn man sagt, man kommt mit unendlichen Möglichkeiten, gleich mal einen Rahmen kriegt, in dem es sich zu bewegen hat. Und wenn so etwas dann passiert, da wird immer so Energie einfach auf dem Kind aufgedrückt. Ja? Also das Kind wird in der freien Entwicklung eingeschränkt bzw. kriegt so ein Etikett drauf. Und das wirkt dann
im Erwachsenen-Dasein oftmals als Blockade, als Unsicherheit. Also energetischer Missbrauch heißt einfach, das Kind bekommt einen Rahmen vorgesetzt, in dem es sich bewegt und das eigentlich dann die freie Entfaltung einschränkt. Nicht zu verwechseln ist das mit einer Erziehung, wo ein Kind natürlich Regeln braucht und Grenzen braucht, um sich gesellschaftlich zu orientieren. Also nicht jede Erziehung ist dann als Missbrauch zu sehen, sondern Erziehung sind notwendige Grenzen, die dann hoffentlich einmal von einem erwachsenen Menschen auch hinterfragt werden können, wo man sagt, okay, was ist jetzt, welche Regel ist jetzt sinnvoll für mich, diese weiter zu betreiben und welche habe ich vielleicht durch meine Erwachsenenkompetenz dann schon abgelöst und brauche sie nicht mehr. Ja. Und das sollte sich eigentlich jeder erwachsene Mensch fragen. Nur wenn du von Beginn an dieses Etikett draufkriegst und das aus deinem Familiensystem, und das sind ja die ersten ganz prägenden Jahre, wenn man immer wieder so auch energetisch nur das mitkriegt, darum bist du hier, ja, dann macht das etwas mit dem Feld und das lässt das Kind sich nicht frei entfalten. Man bleibt dann hinter dem möglichen Potenzial zurück. Was sind Lösungsansätze? Lösungsansätze, weil ich höre das immer in meinen Kursen, wenn ich dann solche Themen anspreche, wo sich dann Eltern sorgen und denken, oh Gott, dann habe ich meinem Kind das gesagt oder jenes gesagt und ich habe mein Kind total traumatisiert. Ich sehe das eigentlich positiv. Man muss sich nur vorstellen, wenn jede Generation ein bisschen weniger Blödsinn baut als die Generation zuvor, dann haben wir im gesamten entwicklungstechnischen eine Aufwärtsspirale. Das heißt, die Traumatisierungen, die natürlich stattfinden werden, natürlich. Eigentlich sind ja auch Eltern da, die Kinder irgendwo zu traumatisieren, klingt jetzt vielleicht hart, aber zu beeindrucken, auch oft negativ zu beeindrucken, dass die aus dieser Blase rauskommen. Ja, also Eltern sind ja eigentlich so Verletzer des Kindes, natürlich, so sehr sie auch lieben. Aber irgendwann muss das Kind eingeschränkt werden, dass es einfach überlebensfähig ist. Ja, also man muss einmal da Grenzen setzen und dadurch auch das Kind quasi unter Anführungszeichen verletzen. Ja, aber zwischen einer gesunden unter Anführungszeichen Verletzung und einem Missbrauch ist eben ein Unterschied. Und sobald man das Gefühl hat, ja, wegen meinem Kind kann ich etwas nicht tun, dann ist das schon ein Abgeben von Energie. Kinder tragen immer Energie im Familiensystem, das lässt sich nicht vermeiden. Aber man kann bewusster damit umgehen. Und ich erlebe es auch ganz oft, wenn zum Beispiel viel Streit oder Stress in Beziehungen ist von Eltern, dass dann die Kinder immer unruhiger werden, weil die Energie quasi draufkriegen. Und dann glauben die Eltern oft mal, oh Gott, vielleicht spukt es bei mir, weil etwas so unruhig ist oder das Kind sieht irgendwelche Schemen oder Schatten. Aber in Wirklichkeit visualisiert das Kind dann eigentlich nur so diese Energie, die von den Eltern quasi da produziert wird. Und deshalb, ja, um zum Punkt zu kommen, würde ich dir einfach empfehlen, sei einfach achtsam, wie denkst du deinem Kind gegenüber? Oder auch wenn du ein Kind bist, stell dir immer im Bild vor, deine Eltern sind immer die Großen und du bist die Kleine oder der Kleine und so soll es immer sein. Das heißt, da ist dann eine gewisse Ordnung im System und die Großen tragen ihre Themen und die Verantwortung für ihre Entscheidungen. Das Kind trägt keine Verantwortung für die Entscheidung eines Vaters, ja, oder für die Paarentscheidung. Da hat das Kind keine Verantwortung dafür zu tragen. Und wenn man da mal ein bisschen klarer ist und da mal ein bisschen besser zuschauen kann, kann man das auch energetisch ganz gut lösen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, es war was für dich dabei. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video. Vielleicht kennst du ja jemanden, den das aktuell auch betrifft, der irgendwie im Familiensystem festhängt. Aber vor allem, hab Freude, hab eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Bis nächstes Mal, dein Oliver Ereni. Tschüss.